So, willkommen zurück zur The Banner Saga 3. Das müsste jetzt Folge 23 sein. Wir sind mit der Truppe von Juno und Volker unterwegs. Der Rest unserer Mannschaft ist schon umgefallen. Ja. Läuft nicht bei uns aktuell. Alles sieht echt massiv scheiß für uns aus. So. Oh shit, ich wollte doch noch gar nicht über meinen Körper laufen. Angriff. Scheiße. Okay. Muss es so sein. Aufs Schild gehen. Aua. Volker, Juno fällt schon wieder um. Da drüben. Okay. Wir gehen erstmal hinter den. Versuchen den sein Schild zu vernichten. So. Sammeln ist Magie. So. Volker, halte durch. Drei. Elf. Komm. Der muss jetzt weg sein. Oh, ein Bär ist weg. Absorbiert. Okay, also was Volker einstecken kann, ist ja keine Ahnung, wie das. Wie das möglich ist. Dann gehen wir auf die Rüstung hier von ihm. Klein Bärchen. Oh wei. Jetzt wird die Rüstung attackiert. Verfluchte Scheiße. Oh wei, oh wei. Ah, nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Wen kann ich denn angreifen hier?
Zug wenden. Scheiße. Oh wei. Oh wei, oh wei. So. Zug beenden. Absorbiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Juno, ab in deinen Körper. Aufs Schild gehen. Eieiei, au, au, au. Jetzt kommt's aber hart. Glückstreffer, scheiße. Aua. Einfach hoffen, dass die langsam umkippen hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Juno, ich glaube, wir sterben jetzt. Kannst du nicht sterben. Niederlage. Konsequenzen. Verletzt. 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 Auch verletzt. Alle verletzt. Volker. Mensch, du warst so gut. Weiter, scheiße. Wenn Bollwerk dazu imstande ist, eine solche Streitmacht aufzubieten, dann stell dir nur vor, wie viel schlimmer es sein könnte, wenn er hier wäre. Du weißt nicht, wieso du noch am Leben bist, aber als du erwachst, siehst du, wie sich die Raben um die Leiche von Percy versammeln. Sein Kopf fehlt. Möglicherweise ist er vom Rand der Kippe gerollt, aber zollen ihnen Respekt, bevor sie den Körper bedecken. Brandflecken bedecken den Boden und du erspähst die blasse Gestalt Junos, die dem Turm von Gartholm hinaufsteigt. In deinem Kopf hörst du ihre dünne Stimme. Wenn du bereit bist, schließe dich mir an. Sie muss Bollwerk wirklich an der Nase herangeführt haben, sagt Spar. Er blickt immer wieder zur Brücke, so als würde er befürchten, dass niemand den Berserkern nun durch das
Nennen seines Namens herbeirufen. Ich sollte mich wohl besser vergewissern, dass Evil bald fertig ist. Soll ich pfeifen, wenn es Zeit ist zu gehen? Alfrum bietet dir an, dich überall hinzubringen. Abkürzung ansehen. Tower Heroes. Ich schau erstmal nach einem Helden. Alle verletzt. Den haben wir noch. Scheiße. Juno. Juno ist dabei. Juno ist immer dabei. Naja gut, erstmal zurück. Schauen wir mal, was Spar möchte. Spar sitzt auf den Trümmern einer Ruine und sieht Elfrum dabei an, wie er große Platten bewegt. Er spielt mit einem reich verzierten Metron herum. Achso, Metron. Kein schlechter Augenblick, um dir das zu geben, Marl. Mir ist aufgefallen, dass du kein Trinkhorn hast und das ist keine Art zu leben. Ich will nicht aus einem Joxenhorn trinken, alter Mann. Nein. Das sieht wie ein verflixtes Joxenhorn aus. Das ist aus einem Stoßzahn eines Goldebers geschnitzt, glänzt sogar in völliger Dunkelheit. Na gut, einen echten Goldeber habe ich nie gesehen, aber ich habe es schon vor langer Zeit einem sehr reichen Mann gestohlen und er wirkte ziemlich überzeugt davon. Volker erdolchte ihn mit Blicken. Als ich ihr erzählte, dass du es bekommen würdest. Was hat dich dazu gebracht, jetzt daran zu denken? Ach, ich weiß nicht. Ich war schon auf so vielen Straßen unterwegs. Und ich habe so das Gefühl, dass ich das Ende von diesem vielleicht nicht sehen werde. Und ich will mir nicht vorstellen müssen, was Olli damit für ekelhafte Sachen anstellt, wenn ich tot bin. Wieso gibst du es mir? Tradition war, diese jungen Leute kennen keinen Respekt. Sie erinnern sich nicht an die Zeiten, in denen es noch üblich war, einem Gast zu ehren. Mir ist egal, was die anderen sagen. Du machst deine Sache sehr gut. Ciao. Hier wurden Geschichten eingraviert, lange von Bannern und Wandteppichen. Siehst du die kleinen Armeen? Der Stoßzahn scheint von alleine zu schimmern. Die eingeschnitzten Figuren wirken fast so, als würden sie tanzen, wenn du ihn in der Hand hin und her drehst. Das kann ich nicht behalten. Nimm es. Hilf mir aber nicht mehr. Wenn ins Bett zu kriegen. Was? Hilf mir aber nicht mehr. Wen ins Bett zu kriegen. Jedenfalls nicht so wie diesen Langspiel. Er lächelt zufrieden mit sich selbst. Okay. Konversation mit dem Tod. Schien dich nicht allzu sehr zu beunruhigen. Verärgert über Sterben? Mal, ich bin eher verärgert übers Leben. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, dreimal pro Nacht zu pissen, aber
nur zweimal aufzuwachen. Nein, Tod hört sich gut an. Hört sich gut an. Aber ich sag dir was, ich werde mein Leben vermissen. Der Grund für die kurze Lebensdauer von uns armen Bastarden ist Liebe. Klingt schwachsinnig, ich weiß. Aber wenn du das Leben nicht liebst, macht es dich fertig. Das habe ich von einer Freundin gelernt. Er lächelt zufrieden mit sich selbst. Wo hast du spielen gelernt? Was meinst du? Wer hat es mir beigebracht? Nein, niemand hat es mir beigebracht. Es war ein Fest. Das größte des Jahres. Ich war auf jeden Fall zu jung, um was zu vertragen. Ich habe aus den Bechern genippt, den jemand aus dem Auge gelassen hat. Es gibt Ärger. Ein großer Typ baut wie ein Bär. Es gibt Ärger. Ein großer Typ, gebaut wie ein Bär, brüllt einem anderen Mann an. Wegen seines Mädchens, oder? Ich erinnere mich nicht. Ist auch egal. Dieser andere arme Bastard erinnert mich an eine Maus. Du hast mal diesen Typ gesehen. Dünner Bart, große Augen, stets bereit davon zu rennen. Und da zieht der Grobian sein Messer aus den Essen und geht auf ihn los. Und die Maus hat die Hosen voll und klettert über Tisch und Bänke, um ihn zu erwischen. Alle Leute fanden es toll, sogar die Musiker haben aufgehört, um zuzuschauen. Ich bin also sturzbetrunken, denke ich mir, bei den Göttern. Das verlangt nach einem guten Lied. Greife mir das Instrument und raste völlig aus. Säge, schreie alles. Das Ding singt einfach in meiner Hand. In meinen Erinnerungen war es zumindest ein Meisterwerk, okay. Es muss wie eine gekochte Katze geklungen haben. Dieser Berg von einem Mann, er wendet seinen Blick langsam zu mir. So verwirrt habe ich ihn noch nie jemanden gesehen. Und ich erinnere mich nur, im nächsten Moment steckt ein Messer in seinem Hals. Die Maus hat ihn erwischt. Obwohl ich so besoffen war, wusste ich doch, dass ich der Grund war. Und seitdem spiele ich. Ehrlich gesagt ist es eine verdammte Tragödie, meine Talente an diesem undankbaren Monster zu verschwenden. Er lächelt zufrieden mit sich selbst. Ich sollte einmal nachsehen, was Juno macht. Yep, wäre besser. Wenn wir beide diesen Durchgang nicht bald fänden, wird Bollwerk sich unseren runzligen Ärsche vorknüpfen. Ja. Vielen Dank für das Horn. Ich werde darauf achten, dass niemand etwas Ekliges damit anstellt. Und hab deinen Spaß damit. Es ist nicht bloß eine verdammte Zierwaffe. Es ist ein Geschenk von den gottgesegneten Raben. Moral gestiegen. Ah, neuer Gegenstand. Tower eines Goldebers. Ich guck noch mal bei Helden rein. Stufe 13, wenn ich... Ah, wobei, doch, ich habe Stufe 13. Eine Magenchance auf Treffer. Ein Punkt Stärke, Schaden, Widerstand. Plus 3 Stärkeangriff, plus 3 Rüstungsschaden. Ja. Oh,
Rein damit. So. Na, hätten wir jetzt zwei Sachen über. Wer bekommt noch was? Ah, das muss ich beim nächsten Mal aushandeln. Ich glaube, ich beende dann hier mal die Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei The Banner Saga 3. Tschüss, ciao, bye bye.